Im Januar war die Welt noch in Ordnung. Ich meine, denkt mal drüber nach. Man konnte sich vom stressigen Dezember erholen, Ballando hat fast nichts hochgeladen und Leute konnten sich noch als schlau betiteln, wenn sie vermuteten, dass wir im Dezember eine Direct kriegen. Wo sind nur die guten alten Zeiten hin? Wisst ihr, was das Schöne daran ist, einen F*** auf das Fortschreiten von Zeit zu geben? Wir können uns jetzt, Mitte Februar, nachdem eine Nintendo Direct ausgestrahlt wurde, Artikel durchlesen, in denen es darum ging, dass eine Nintendo Direct ausgestrahlt werden könnte. Es ist Tradition. Jeden Januar wird gerufen, dass eine Direct im Februar kommen könnte, denn meistens kommt eine Direct im Februar. Entsprechend gewagt, ungewagt ist es, das für das aktuelle Jahr erneut zu vermuten. Was könnte gezeigt werden? Metroid Prime 4, das hat funktioniert. Hollow Knight Silksong, das hat funktioniert. Und natürlich Tears of the Kingdom. Ja, ich bin von diesen Vermutungen genauso geflasht wie ihr. Und ich hoffe, ich habe Käse auf der Pizza, die ich mir bestelle. Falls euch der Artikel jetzt aber zu subtil war, können wir dann eine Woche in die Zukunft reisen. Nintendo Direct findet womöglich schon bald statt und könnte Zelda Tears of the Kingdom zeigen und... Oh mein Gott, GameBro hatte recht! Wahnsinn! Wenn sie demnächst schreiben, dass Grand Theft Auto 6 für die Switch Pro erscheint, müssen wir ihnen glauben. Man nutzt das Ende vom Artikel auch nochmal aus, um auf den ersten Artikel zu verweisen. Ich meine, macht Sinn. Man soll ja etwas nicht glauben, solange es nicht zwei Quellen gibt, um eine Info zu bestätigen. Wisst ihr was? Das ist mir alles zu lahm. Wie wäre es mit zumindest ein bisschen gewagteren Wünschen, wie einem neuen Mario Baseball Spiel? Oh, diese Story habe ich Ende Januar rauf und runter gelesen. Zippo, der Leaker aller Leaker, der früher schon mal recht hatte, schreibt: No shit, es kommt ein neues Mario Sportspiel, wahrscheinlich Baseball, denn ein Mario Super Sluggers Render von Daisy wurde geupdatet, genauso wie andere Render von Daisy, also es hat nichts spezifisch mit dem einen Spiel zu tun. Außerdem eine richtig unlustige Art und Weise zu sagen, dass Pac-Man spielbar sein wird, denn einer der Entwickler des Spiels soll auch mal an einem Pac-Man-Titel gearbeitet haben. Ich bin mir sicher, das alles wird genauso bald angekündigt wie ein 2D Mario, ein neues Donkey Kong, ein Kid Icarus Uprising Remaster, Star Fox, ein neues 2D Sonic, Mario and Sonic News, die nichts mit dem Franchise Mario und Sonic zu tun haben, sondern sich einzeln erst auf Mario und dann auf Sonic beziehen. Holy shit. Dieser Typ clickbaitet die Leute, die mit seinen Posts andere Leute clickbaiten. Das ist genial. Jetzt müsste nur noch jemand die Leute clickbaiten, die sich ein Format anschauen, in dem sich beschwert wird, wie sehr geclickbaitet wird. Sonic. Nächstes Spiel könnte ohne Signature Move des blauen Igels erscheinen. Wie jetzt? Kein Laufen? Ich dachte erst, es ging um die Homing Attack, aber nein, es soll um den Boost gehen. Also echt kein Laufen. Die gute alte Boost-Formel. Meine einzigen Erfahrungen damit kommen aus der Sonic Frontier Switch-Demo und lasst mich euch eines verraten. Boah, ist die Demo scheiße. Und das Boosten fühlt sich nicht schlecht an, aber es muss nicht in jedem Spiel sein, weshalb es das auch nicht ist. Ich meine, ja, der Tweet, in dem das erwähnt wird, ist ganz interessant für Fans, I guess, aber kommt schon. Signature Move? Dieses Video von Ballando enthält nicht seinen Signature Move. Er spricht nicht über Mario Kart. Stattdessen hält er nicht sein Maul über Sonic. Oh mein Gott, ein Spiel im Stil von Sonic Adventure? Der Artikel bezieht sich ebenfalls auf Tweets, man redet sogar über die Boostlosigkeit, was wir uns gerade erst angeschaut haben. Ich bin mir sicher, die Quelle kann nicht fern sein. Habt ihr sie gefunden? Sie ist hier. Kishimoto möchte laut Google-Übersetzung etwas im Stil der Adventure-Reihe machen, was das Movement angeht. Kid, nein, er meint ein gesamtes Spiel damit. Das liest sich besser für die News. Wir reden schon wieder über Pokémon. Das letzte Mal kommt mir vor, als sei es jetzt das vorletzte Mal gewesen. Ihr kennt dieses ulkige, bulkige Nintendo 64 mit Pikachu drauf. Ihr werdet niemals ahnen, was man nicht damit machen sollte. Nämlich Fußkick einsetzen. Keine Sorge, die Attacke hat Pikachu verfehlt. Ich bin überrascht, wie viele Absätze man dazu schreiben kann, dass man seine Konsole nicht zerstören sollte. Was meint ihr wohl wird passieren, wenn der durchschnittliche Gaming-Journalist dieses Video hier findet? Minecraft räumt auf. Berüchtigter Bug ist nach 10 Jahren endlich Geschichte. Im Gegensatz zu diesem Wallpaper. Mojang hat sich mal... Erinnert ihr euch noch an die Abmachung, die ich mal getroffen habe? Es geht um einen Knockback-Bug. Die Richtung, in die man geschleudert wird, stimmte nicht perfekt damit überein, von wo man getroffen wurde, und das wurde jetzt endlich behoben. Genauso wie ein Bug beim Absteigen nach dem Reiten. Die Headline hat ja voll gelogen. Meine Vermutung, wieso sie es genau jetzt fixen, ist, dass sie vielleicht endlich ein paar der schon lang getesteten Combat-Updates implementieren wollen. Spieletipps weiß von nichts, sie wissen nur, wie man den gleichen Fehler zweimal macht und den gleichen Artikel zweimal schreibt. Und jetzt rüsten wir uns für meine MMO, die sich für die Version 1.20 rüsten, weil... Na, es geht um Rüstung. Man kann nun also seine Rüstungen schmücken. Es scheint bisher nur einen kosmetischen Zweck zu haben, aber
Ich sag's euch, die planen was, das ist alles kein Zufall. Der größte Nutzen, den ich darin jetzt sehe, abgesehen vom schicken Look natürlich, ist, dass man endlich verschiedene Teams unterscheiden kann, ohne auf Lederrüstung zurückgreifen zu müssen. Doch das ist nicht alles. Minecraft hat es mal wieder geschafft, ein Feature zu bringen, an das niemand so richtig dachte und jetzt plötzlich alle haben wollen. Ähnlich machten sie es übrigens kürzlich bei einem Bug, der nach 10 Jahren, oh mein Gott, endlich wieder ein Artikel über The Last of Us. Oha, ich wusste nicht, dass es noch andere Serien außer The Last of Us gibt. Kritiker sprechen von The Last of Us, beste Videospieladaption nicht The Last of Us. Es gibt die erste Folge von The Last of Us, wo die Handlung von The Last of Us drin ist. Postal. Postal ist Uwe Bolls Lieblingsfilm, was wahrscheinlich ein sarkastischer Post war, da Boll selbst am Film mitgewirkt hat. Postal hat 9% auf Rotten Tomatoes von der Redaktion. Trotzdem sollten wir auf Uwe Boll hören, denn ich meine, er hat Auszeichnungen und ich nicht. Eine deutsche RPG-Legende auf der Switch? Moment, das kann ich auch. Hier legt jemand RPGs ab, das ist eine deutsche RPG-Legende. Eigentlich geht's um Gothic. Die Serie hat im Jahr 2001 ihr Debüt auf dem PC gefeiert und kommt nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus NRW. Chained Echoes bekommt mehr und mehr Konkurrenz. Im Jahr 2019 wurde eine Demo eines Gothic 1 Remakes veröffentlicht, aber ob da noch mehr hintersteckt und ob darüber hinaus was angekündigt wurde, das weiß wahrscheinlich nur ein eingefleischter Gothic-Fan, der die News verfolgt. Bin ich so ein Fan? Ich besitze Captain Toad zweimal, also die Antwort liegt auf der Hand. Doch am 30. Dezember 2022 kam ein Tweet vom Account des Spiels, welcher eindeutig uneindeutig ist. Läuft da Gothic auf der Switch oder vergucke ich mich schon wieder? Ich meine, fairerweise sei dazu gesagt, der Teaser ist extrem unmissverständlich und wenn am Ende nichts dahinter stecken sollte, wäre das bloß eine massive Enttäuschung der Fans. Und was soll diese Geheimniskrämerei? Schreibt doch einfach Gothic in den Titel oder habt ihr Schwierigkeiten mit der Rechtschreibprüfung? Es ist wieder diese Zeit. Die Streamerin Perry Carl steuert Elden Ring mit ihren Gehirnströmen. Oh sorry, die Steramerin natürlich. Gestern noch Tanzmatten, heute schon ein EEG. Es ist nicht das erste Mal, dass sich etwas so schnell von TikTok-Moves zu Krankenhausequipment bewegt hat. Die Technologie ist extrem beeindruckend, der Run ist umso beeindruckender und es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis Elden Ring mit dem Nintendo Labo-Rucksack durchgespielt wird. Was muss ein Fisch aufnehmen, um Geld zu bekommen? Einen Gretit! Okay, ich weiß, der war nicht schlecht. Ich habe noch einen. Was muss ein Pokémon-Purpur-Spieler aufnehmen, um Geld loszuwerden? Ein Fisch! Eigentlich ist die Idee echt cool. Ein Aquariumbesitzer lässt seine Fische filmen, die abhängig von der Position im Wasser verschiedene Inputs auf der Switch eingeben, um sich durch Paldea zu kämpfen. Doch was, wenn Paldea zurückkämpft? Dann wird Nintendo finanziell dafür belohnt. Die Fische kaufen umgerechnet 3,50 € an eShop-Guthaben, um sich an der Software zu rächen. Wer sagt hier, Nintendo würde nicht durch Fehler auf das Spiele profitieren, hä? Oh, Nintendo zeigte sich kulant. Ist das jetzt fishy oder nicht? Ah, und hier haben wir direkt auch den Artikel, in den die 3,50 € wieder reininvestiert wurden. Nintendo möchte mehr Switch-Konsolen produzieren? Es ist fast so, als gäbe es Mitte des Jahres ein großes Spiel, bei dem man davon ausgeht, dass es sich gut verkauft und dafür sorgt, dass die Nachfrage an Switch-Konsolen steigt. Reine Sturheit eben. An sich geht es eigentlich nur um eine erhöhte Produktion ab April diesen Jahres, aber wenn man schon dabei ist, kann man ja auch ganz subtil versuchen, irgendwie die Switch 2 in den Artikel reinzudrücken. Komm schon, da geht noch was. Los geht's. Okay, vielleicht müssen wir uns doch eingestehen, dass die normale Switch gut genug ist. Und das, obwohl Pokémon laggt. Scheiß-Konsole, voll veraltet. Das lief auf der PS4 bestimmt besser. Und ich laufe jetzt besser weg, bevor mir mein Signature-Move weggenommen wird. Nämlich das Angebot, dass wenn ihr selbst Artikel findet, die es verdient haben, mir vorzukommen, mir diese über das Formular in der Videobeschreibung einsenden könnt. Merkt euch diesen Link. Er ist lebenswichtig. Radiert alles andere aus eurem Kopf aus und denkt nur noch an diesen Link. Ansonsten sehen wir uns jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder. Wie immer, haut rein und natürlich lasst nichts anbrennen. Tschüss. We'll be right back.